Moin zusammen, ich bin's wieder, der Harm, und heute spiele ich wieder The Hunter auf Ugaru Bayou. Und ich beschäftige mich hier immer noch mit einer Sau. Oder mit dem Keiler, aber so richtig Erfolg habe ich nicht. Mal hier auf die Karte gucken, komm egal. Wenn ich Glück habe, komme ich durchgeduckt. Ah, das. Was war das denn? Das war eine Stockente. Aber die ist voll aus dem Kurs. Das wäre meine Chance gewesen, eine Stockente zu. Eine Stockente zu sichten. Ich bin ja immer noch auf einer Wandermission. Ist er tatsächlich entgegengetrabt? Ich glaub's ja nicht. Geh jetzt hier mal weiter. Also ich quäle mich hier, im Moment quäle ich mich hier richtig, hier überhaupt was vor die Linse zu kriegen. Vor das Visier, also. Da ist er. Ich habe ihn jetzt zwar nicht gesehen, aber ich habe ihn gehört. Und ich bewege mich hier jetzt keinen Zentimeter weiter. Ich call den jetzt. Und irgendwo muss er jetzt hier sitzen. Wo bist du, Alte? Da bist du. Ach, das war blindweg in die Luft geschossen. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wie viele Folgen haben wir gebraucht? 4? Aufwendiger geht's nicht. Da freue ich mich jetzt drüber, dass ich den gekriegt habe. Also wirklich. Fährte auch noch im Mitnehmen. Das Gute ist, ihr habt jetzt eine Woche lang geguckt, wie ich Einspann gejagt habe. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn.
So, Schweini. $800. Oh, ein feiner. Hat sich gelohnt, hinterher zu gehen. Sehr schön. Und ich bin jetzt da. Und ich muss hin. 3.900. Da muss ich hin. Dann bin ich einmal quer über die Map gewesen und habe dabei nichts Vernünftiges geschossen. Oh. Und dann muss ich ja noch der eine Stockente sichten. Aber das kriegen wir dann auch noch. Fast 11 Uhr jetzt in Game und 3 Abschüsse. Man kann nicht sagen, dass das überragend ist, aber ist halt so, ne? Was haben wir hier denn noch? Weißwedel flüchtend. Jetzt rechnet's auch noch. Und gut, dass ich Regenklamotten angezogen habe. So, lass mal so, ich gehe mal so aufrecht weiter, dann kann ich das hier in diesem Teil noch abschließen. Stopp mal. Seht ihr das? Da ist ein Schwein. Ah, das regnet, der hört uns nicht. Der hört uns nicht, der hört uns nicht. Vielleicht dreht er hier um, aber bei dem Regen ist Callen schlecht. Ich geh mal weiter.
Ach, da komme ich grundsätzlich nicht weiter hier, wa? Ich weiß, wo du bist, mein Schweinchen. Mist, jetzt muss ich wieder aufrecht liegen, ey. Oh, scheiße. Und dann ist die Sau wieder weg. So, ich bin gleich am Ziel. Gut, ob ich das Schwein noch kriege, das ist was anderes. Ja, ich bin da. So, jetzt muss ich nur noch eine Stockente sichten. Aber das können wir im nächsten Teil wo machen. Im nächsten Teil können wir mal ein bisschen Enten jagen. So, mal gucken, wo ist die Sau? Sehen wir die noch? Ich glaub's ja fast nicht. So, die nehmen wir noch mit. Jetzt bin ich hier gespannt, ob die kommt. Mit dem Fernglas absuchen hier. Obwohl ich schon da so einen Verdacht habe. Da so ihn. Na. Ja.
Nix in Sicht. Ich gehe jetzt mal hier durchs Wasser. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Und gehe jetzt mal hier vorsichtig die Landzunge hoch hier. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Wo ist die olle Zoe jetzt wohl hin? Da geht's weiter. Die alte Sau. Die alte Sau. Das kriegst du wieder. Ist flüchtend? Ziehend. Das kriegst du wieder. Auch ziehend. Flüchtend. Ziehend. Flüchten. Das hat die nicht umsonst getan, soll ziehen. Ah, in welche Richtung ist sie denn abgehauen? Weiß ich nicht, ist egal, das Schwein hat gewonnen. Ja, und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, was macht haben, was nächstes, oder, oh, haben, was hast da denn wieder gemacht, dann guckt euch den nächsten Teil an. Wir gehen im nächsten Teil nämlich jetzt nochmal einmal Enten jagen. Weil ich brauche ja noch eine Stockente. Bis dann. Winke.